Hi Kevin, ich war letzte Woche auf der AIDA-Kreuzfahrt, wusste gar nicht, dass du da auch Live-Auftritte gibst. Hab so einen krassen Ohrwurm seit gestern. Wir brauchen Hup Hup definitiv als Spotify-Song. Ich check's nicht. BBCD. Um was geht's? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das? Peter Lühmann? Papatastisch? Was? Oh mein Gott, das ist ein Comedian, Bro. Und der macht. Oh nein, der macht ein Programm zu den Jugendwörtern. Ja, ist das irgendwie so eine Regel, dass wenn man so ein Comedian ist, dass man dann so goofy ass Haare braucht oder so? Digga, Felix Lobrecht hat doch gezeigt, dass man auch einfach normal aussehen kann und dann lustig ist. Digga, was haben wir gemacht? Was haben wir. Bruder, das war einfach nur ein verfickter Joke, okay? Das Wort sagen wir nicht mal in dieser Community. Es war einfach nur ein verfickter Joke, der sich verselbstständigt hat. Und jetzt gibt es Comedians, die ein Living aus dem scheiß Wort machen. Guten Bro. Abend. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. 80er Jahre, wer hat die 80er Jahre erlebt? Mach ruhig die Hand hoch. Nicht 30er Jahre, 80er Jahre. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Wir sind die romantische Seite in einer Beziehung. Wenn wir uns für eine Frau entscheiden, dann für immer. Ever, ever, ever. Oder? Außer sie machen Fehler, aber sonst bleiben wir. Wer ist denn über 10 Jahre verheiratet? Mal Hand oben halten. 52 Jahre. Komm, das ist so uns ein Sekt wert. Ach, voll, 52 Jahre. Auf die 52 Jahre. Alles Liebe, alles Gute. Morgens um 6 Uhr. Ich wollte. Bruder, er ist ja heller Arsch. Ja, Bruder, du hast keine Wahl, ne? Ah, nee, oh, du warst letztes Mal letzte Woche. Ich wollte gerade sagen, du musst da jetzt hingehen.